Es ist egal, welchen Weg wir gehen. Der eine ist nicht besser als jeder andere. Es ist egal, ob du etwas erreichst oder nicht, ob du an dich glaubst oder nicht. Genauso wie es egal ist, ob du weinst oder schweigst. Denn wir sind so einsam im Leben, dass wir uns fragen müssen, ob die Einsamkeit des Sterbens nicht ein Symbol unserer menschlichen Existenz ist. Ja, es ist traurig, eine Ausnahme zu sein. Aber noch trauriger ist es, keine zu sein. Schon Mutter Teresa hat einmal gesagt, sein heißt in der Klemme sein. Am freiesten ist man erst dann, wenn man tot geboren wurde. Das Allerbeste ist für uns also gänzlich unerreichbar. Nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste wäre, bald zu sterben. Aber es lohnt nicht die Mühe, sich zu töten, denn man tötet sich immer zu spät. Nur Optimisten begehen Selbstmord. Die Optimisten, die nicht mehr Optimisten sein können. Die anderen, die keinen Grund zum Leben haben, warum sollten sie welchen zum Sterben haben? Also, warum solltest du einen Grund zum Sterben haben, wenn du nicht mal einen zum Leben hast? Ganz ohne Ziel zu leben, das wäre doch der ideale, friedliche Zustand. Aber der Mensch ist zu schwach für so ein Glück. Denn Existenz, die ist unser Exil und das Nichts ist unser Zuhause. Denk dran. Ein Optimist ist ein Mensch, der ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit einer Perle, die er darin findet, bezahlen zu können. Erst wenn man stolpert, achtet man auf den Weg. Der Frühling ist nur der Schlaf des ewigen Herbstes in der Welt. Stärke ist nur ein Mangel an Enttäuschung. Denn eins ist klar, das Gewicht dieser Welt lässt sich nur ertragen, wenn man niederkniet. Oder gar nicht. Schon Konfuzius hat einmal gesagt, der Mensch ist nicht mehr als ein Schilfrohr, das Schwächste in der Natur. Aber ein Schilfrohr, das denkt. Hör auf, dich selbst zu suchen. Denn die Strafe dessen, der sich selbst sucht, ist, dass er sich findet. Und du bist nicht alleine in deiner Mittelmäßigkeit. Es ist wirklich unglaublich, wie nichtssagend und bedeutungsleer von außen gesehen und wie dumpf und besinnungslos von innen empfunden das Leben der allermeisten Menschen dahinfließt. Es ist ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch bis zum Tode, begleitet von einer Reihe trivialer Gedanken. Also, die Idee der freien Entfaltung der Persönlichkeit, die scheint nur so lange ausgezeichnet, bis man auf Individuen stößt, deren Persönlichkeit sich frei entfaltet hat. Schon Albert Einstein hat einmal gesagt, das Glück ist nur ein Traum und der Schmerz ist wirklich. Denn es gibt kein Glück, außer einem Glück bei vollem Bewusstsein. Aber das Bewusstsein des Glückes ist unglücklich, denn sich glücklich wissen heißt einsehen, dass man durch das Glück hindurchgeht und es alsbald hinter sich lassen muss. Man sollte die Menschen bei ihrer Geburt beweinen, nicht bei ihrem Tod. Glück kommt nie zu zweit und Unglück nie allein. Wir erkennen das Paradies erst, nachdem wir daraus vertrieben wurden. Irgendwann wirst du es dann müde sein, geträumt zu haben und noch müder nicht zu träumen. Eines der traurigsten Dinge im Leben ist, dass ein Mensch viele gute Taten tun muss, um zu beweisen, dass er tüchtig ist, aber nur einen Fehler zu begehen braucht, um zu beweisen, dass er nichts taugt. Einen Fehler machen ist bitter. Bitterer noch ist aber die Erkenntnis, wie unwichtig wir sind, wenn es niemandem aufgefallen ist. Was uns zugestoßen ist, ist entweder allen zugestoßen oder uns allein. Im einen Falle ist es keine Neuigkeit und im anderen ist es unverständlich. Sei dir daher immer gewahr, 80% der Leute interessieren sich nicht für dein Leiden und 20% sind froh, dass es dich getroffen hat. Schon Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, echte Freunde zeigen sich dann, wenn du Geld hast oder in einen Skandal verwickelt bist. Die Freunde nennen sich aufrichtig, aber die Feinde, die sind es. Tja, wir denken selten an das, was wir haben und immer nur an das, was uns fehlt. Alles reduziert sich schließlich auf die Begierde und auf die Abwesenheit von Begierde. Der Rest ist Nuance. Manchmal muss man einen geliebten Menschen loslassen, damit er glücklich sein kann. Auch wenn man selbst daran zerbricht und der geliebte Mensch niemals glücklich wird. Und schon Oscar Wilde hat einmal gesagt, wer eine gute, verständige und schöne Frau sucht,
sucht nicht eine, sondern drei. Also, wenn du etwas liebst, lass es los. Kommt es zu dir zurück, wird es dich wieder verlassen und dir das Herz brechen. Kommt es nicht zurück, dann wird dein Herz für immer gebrochen sein. Denn die schlimmste Art, einen Menschen zu vermissen, ist neben ihm zu sitzen und zu wissen, dass er niemals wieder dir gehören wird. Und manchmal besteht die größte Trauer eh darin, dass man den anderen nicht so verletzen kann, wie er einen verletzt hat. Aber das Schlimmste am Weinen sind nicht die Tränen, sondern das Gefühl, an den Tränen zu ersticken. Denk daran, Liebe lässt die Zeit vergehen, aber die Zeit lässt die Liebe vergehen. Wir lieben eh niemals irgendjemanden. Wir lieben ganz allein die Vorstellung, die wir uns von jemandem machen. Unsere eigene Meinung, letztlich also uns selbst, lieben wir. Schon Nelson Mandela hat gesagt, wer nur Leute in seinem Leben haben will, die ihn lieben, läuft Gefahr, einsam zu sterben. Wir gehen nur an dem zugrunde, was wir lieben. Abschied nehmen bedeutet immer ein wenig sterben. Man trägt viel im Herzen, was man nie einem anderen Menschen mitteilen kann. Schon John Lennon hat einmal gesagt, nur Menschen, die uns etwas bedeuten, können uns auch wirklich verletzen. Nicht alle sind glücklich, die glücklich scheinen. Manche lachen nur, um nicht zu weinen. Aber irgendwann hört man auf zu warten und fängt an zu vergessen. Doch Erinnerungen sind wichtig, denn manchmal bleibt einem nichts anderes mehr. Was ist also dein Leben? Hinter dir ist die Ewigkeit und vor dir die Ewigkeit. Und dazwischen, was ist das für ein Unterschied, ob du drei Tage oder drei Jahrhunderte zu leiden hast? Denk dran, Anfang und Ende der Dinge werden dem Menschen immer ein Geheimnis bleiben. Er ist ebenso unfähig, das Nichts zu sehen, aus dem er stammt, wie die Unendlichkeit zu erkennen, die ihn verschlingen wird. Schon Keanu Reeves hat einmal gesagt, Ironie ist doch eh nur die letzte Phase der Enttäuschung.